Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Monaten hatte ich getestet, wie weit kann man zum aktuellen Zeitpunkt den Battle for Azeroth Raid Uldir auf Mythisch wegballern. Das ging gar nicht, oder das ging eigentlich ganz gut. Das Problem war, dass du ab dem siebten Boss war es, glaube ich, wie hieß er? Mithrax, da kommst du nicht weiter, weil es da direkt zum Pull eine Mechanik gibt, wo du übernommen wirst oder wo, ja, wo wenn nur ein Spieler da ist, wo dieser übernommen wird. Und das sorgt halt dafür, dass kein feindlicher Spieler mehr für den Boss da ist. Und das heißt, der Bossfight wird beendet. Also da kann man nichts machen. Wir schauen uns heute an, beziehungsweise eigentlich hatte ich das schon seit damals gesagt, dass wir heute mal gucken, wie es in der Schlacht um Dazar Allor aussieht. Ich gehe davon aus, dass es hier früher einen Schlussstopp geben wird für uns. Erster Boss, extrem einfach, da brauchen wir uns nichts vormachen. Den haben wir richtig weggejodelt. Also, das waren jetzt... Steht das da drin? Nee, steht es nicht. Leider nicht, weil ich... Ach, okay, ich habe das Dingsbumsi nicht mehr. Hab die aktuelle Bigwigs-Erweiterung dazu nicht, deswegen wird es mir nicht angezeigt. Aber auf jeden Fall... habt ihr gesehen, erster Boss, den haben wir richtig aus den Latschen gescheppert. Also da gab es keine zwei Meinungen. Jetzt müssen wir warten, bis es hier weitergeht. Ich vermute, das kann ich euch schon mal sagen, dass wir am, was ist, vierter Boss, fünfter Boss? Opulenz war es auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vierter Boss, Opulenz. Da wird höchstwahrscheinlich Schluss sein. Vor dem einfachen Hintergrund. Das war eine Stelle. Warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Für die Dunkelspeere. Das war eine Stelle, wo sich der Raid in zwei Teile splitten musste. Und da ich mich alleine nicht splitten kann, gehe ich davon aus, dass wir sterben. Warum komme ich hier nicht weiter? Please. Ich kann auch mit niemandem reden hier. Das pisst mich schon wieder an. Jetzt. Durchzieht die Stadt. Mein Vater würde das Ritual nicht einsetzen, wenn es nicht wirklich ernst wäre. Jo, jetzt mach, please. Mach, please, die Dinger weg. Alles in allem kann ich euch aber sagen, wenn ihr den Raid damals nicht gespielt habt, also Schlacht um, heißt es Schlacht um Dazar Allor, Belfort Dazar Allor, Schlacht von Dazar Allor, war ein ziemlich nicer Raid. Der hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Hatte ein paar coole Bosse, auch vor allem hinten raus. Wie hieß er? Mechatork, glaube ich. Hochtüftler Mechadrill, der war sehr interessant. Und Jaina war auch ein sehr cooler Fight. Habe ich zwar auf Mythisch gelegt, aber quasi erst nicht innerhalb des Patches, sondern erst ein Patch später. Da hat man ihn dann zwar immer noch nicht umgerollt und man musste die Mechaniken spielen, aber es war halt wesentlich einfacher, ne, als zur damaligen Season. Deswegen alles in allem war ein relativ cooler Raid, der hat durchaus Spaß gemacht und da habe ich auch wieder angefangen, nach einer etwas längeren Pause wirklich zu raiden. Dementsprechend, ja, das hat mich damals, der Raid hier wieder so ein bisschen ins Spiel zurückgeführt. So, jetzt müssen wir hier den Panzer umschimmeln und dann mussten wir, glaube ich, irgendwo rechts, was da hinten die Treppen, ja, da rechts, denn? Da ist Grong. Da ist the Grong. Der sollte alles in allem auch kein Ding sein. Beim nächsten Boss glaube ich auch nicht, dass der sonderlich schwierig ist. Ich kenne nur die Mythic-Mechanik nicht mehr, beziehungsweise musste man da im Mythic auch so Muster nachbilden. Da wurde man teilweise in die Luft gehoben, musste sich dann richtig drehen. Ich weiß nicht, wie das da ist, wenn nur ein Spieler dafür verfügbar ist. Also ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder Peng. Keine Ahnung, wir legen aber hier los und diesmal ziehe ich auch Trommeln, weil warum nicht? Was ich ganz interessant fand, ich hatte mir nochmal mein Uldir-Video angesehen und da hatte ich halt die Hälfte meines jetzigen Lebens, also das war vor 9 Monaten und seitdem habe ich richtig, richtig, richtig viel live dazu gewonnen. Die Dinger musste man, glaube ich, kicken, die Affenreizer, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Jetzt schleudert er mich. Schleudert er mich oder schmeißt er mich irgendwo gegen? Das war die Tankmechanik, glaube ich. Auch egal. Passiert nicht viel. Ah, nein, ich bin gefiert. Keine Ahnung, wieso.
Also so gut habe ich die Mechaniken dann nicht mehr im Kopf, dass ich jetzt sagen kann, ich weiß, warum gerade was mit mir passiert. Ist aber auch vollkommen irrelevant, weil ihr seht, der Boss ist nichtsdestotrotz relativ einfach. Also ich stehe hier gerade nur und mache Schaden. Okay. Ah, das habe ich gerade erst gesehen. Er reflected scheinbar auch, weil ich meine Dots auf mir hatte. Das ist ganz interessant. Für euch vielleicht noch, ich habe jetzt Item 486. Also ich würde jetzt nicht erwarten unbedingt, wenn ihr 420 habt, dass die Bosse eh nicht gut klappen. Kommt aber halt auch immer ein bisschen drauf an, mit welchem Spec man das Ganze spielt. Eule ist jetzt nicht die beste Klasse, um irgendwas zu soloen. Aber auch hier Grong ohne große Probleme läuft. Und dann haben wir da die Truhe. Die looten wir. Und immerhin, wir bekommen ein paar ganz nette Transmog-Sachen, die ich noch nicht hatte. Also von daher auch die Grong-Pelzweste. Nice. Gönn Arsch. Damit haben wir vom mythischen Set. Oh, da wird mir nur noch der Umhang fehlen, den gibt's bei Grong. Das ist ja toxic. Das ist ja toxic. Hätte ich sogar fast das Set voll gekriegt. Lel. Ansonsten habt ihr es ja gesehen, gibt es 60 Gold, glaube ich, pro Bosskill. Und diese Items sind tatsächlich halbwegs noch was wert, weil die von Blizzard noch nicht so krass runtergescaled wurden. Also, ja. Wer sich den Shit hier zutraut und ein bisschen Gold mitnehmen will, das lohnt sich zumindest mehr als andere alte Raids. Das kann man definitiv sagen. So, hier haben wir jetzt so ein kleines Gauntlet-Event, wo uns Jaina immer den Weg versperrt. Geht einem ein bisschen auf die Eier, aber was willst du machen? Zack, wichtig ist eigentlich, steht nach Möglichkeit nicht in diesen großen weißen Kreisen, die sich bewegen. Da ihr ansonsten, wenn ihr da drin seid und auch danach geslowt werdet. Und ich glaube, man muss an der Stelle gar nicht mal Trash spielen, großartig. Weil ich glaube, man konnte sich auch damals durchsterben und oben retzen. Also wenn ihr beispielsweise einen Ankh habt oder so. Aber entscheidend ist, dass oben der Trash gespielt werden muss, da wo der nächste Boss theoretisch stehen würde. Und nicht in diesen großen weißen Kringeln stehen am Boden. Da werdet ihr, glaube ich, festgeeisigt. Das war jetzt nicht das richtige Wort, aber ihr wisst da. Nein, betäubt. Toxic. Glück gehabt. So, wenn ihr hier oben seid, alles easy. Dann kommen jetzt diese Ads. Da solltet ihr versuchen, die teilen sich ein bisschen auf. Direkt alle auf einmal zu erwischen, dass ihr die pullen könnt. Und ja, ihr seht ja, der Trash ist komplett irrelevant hier. Zack, dann haben wir die tot und dann kommt der nächste Boss. Das war ein Council Fight. Da waren, glaube ich, immer zwei Bosse aktiv. Dementsprechend hier ist es auch in Ordnung, wenn ihr AOEen könnt. Dementsprechend machen wir diese, machen wir jene, schmeißen wir wieder Drums an und dann Abfahrt. Und dann boosten wir die beiden Boys, beziehungsweise ist ja ein Dude, eine Dame, boosten wir die mal ein bisschen nach unten jetzt. Der eine Caster. Was war hier? Ah, hier musste man die Kugeln töten. Sonst gehen die hoch. Ich weiß halt jetzt nicht, wie viel Schaden die machen. Hä? Musste man sich nicht da reinstellen? Und dann konnte man die töten? Toxic. Ah. Ja, das war auch interessant. Das hat man damals teilweise mit einem Gateway umgehen können. Dieses Labyrinth, man darf hier nicht diese grünen Flächen berühren. Und man musste sich dann hier so durchschlängeln bis ans andere Ende. Da konnte man damals mit einem Gateway durchwuseln. Warum kann ich diese Kugel nicht angreifen? Warum geht das hier gerade nicht? Das nervt mich. So, irgendwas musste ich hier klicken. Die Kugel. Ich weiß nicht mehr, was ich tun muss, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht mehr richtig, was ich tun muss. Kann ich Movement einsetzen? Kann ich. Und dann müssen wir hier die Barriere, glaube ich, umbrezeln. Was ist das für eine Sch... Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier machen muss, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, eine Kugel reicht jetzt, dass ich hier diese eine Barriere umbrettern kann und dann die Bosse wiederkommen. Bitte, bitte, bitte. Das wäre sehr nett.
Bitte. Yes! Gott sei Dank. Okay. Also, die großen orangen Orbs, die da Explosion casten, das könnt ihr komplett vernachlässigen. Ah, das war das. Hier musste man sich in die Richtung drehen, wo es gerade aufgeleuchtet hat. Gut gemacht. Lol. Verursachter Schaden um 5% erhöht. Kam mir jetzt nicht so vor, als hätte ich das gut gemacht, aber danke, Spiel. Nehme ich mal so mit und dann ist der Boss auch tot. Easy. Also, ihr habt es gesehen, ich habe teilweise keine Ahnung gehabt, was ich da gerade tue. Aber es hat trotzdem geklappt. Es hat trotzdem geklappt. Dann wollen wir uns auch nicht beschweren. So. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Boss, wo wir die Segel streichen müssen. Denn Opulenz wird solo höchstwahrscheinlich nicht machbar sein. Wir müssen hier durch die Tür. Hier runter. Ich glaube, das war damals auch, das hatte gereicht, wenn das einer gemacht hatte. Hier ist man dann zu dem Rastakan-Fight gekommen. Und hier triggert gleich eine Cutscene und dann ist man wieder woanders. Aber wie gesagt, schöner Raid damals. Fand ich ziemlich cool. So. Talanji, Rastakan ist dead. Dann, das war das. Alles, was ich weiß. Es fing an damit, dass die Allianz die Pyramide erreicht hat. So, das war jetzt der Part, der anders ist, weil ihr besiegt ja am Anfang Allianz-Bosse und zum Teil kriegt ihr dann hier so einen Rückblick, wenn ihr Horde spielt, was für die Allianz passiert ist und vice versa. Hier halt aufpassen, ein paar dieser Dudes schmeißen Speere. Die könnt ihr euch selber jetzt nicht wegklicken. Aber was ihr machen könnt, wenn ihr die ganze Zeit Dots auf denen drauf habt, dann sterben diese Dudes von selber. Und dann gehen auch, wenn alle Ads tot sind, die Speere weg. So wie... Stirbt. Oh, er hat diesen Buff. Er hat diesen Buff, den ich nicht runternehmen kann. Ist das toxic? Ist das toxic? So, jetzt sollte er sterben. Jawohl. So, und hiermit sind wir dann gleich beim nächsten Boss. Hier noch einmal die Treppe hoch. Hier den ganzen Scheiß nochmal umknallen. Und dann kommen wir zu Opulence. Das war damals eigentlich auch ein ganz cooler Fight. Hab zwar auch keine Ahnung mehr, wie der richtig ging, außer dass man sich auf links und rechts aufteilen musste, aber er war ganz nice. So viel habe ich noch in Erinnerung. Aber ich glaube... Oder wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, Blizzard hat da noch nichts getan, dass man den Shit soloen kann. Und deswegen müssten wir da jetzt schon an die Wall stoßen, wo nichts mehr geht. Ich glaube, geartechnisch wäre es interessant. Wäre der Raid vielleicht sogar machbar? Also Jaina weiß ich noch, die war auf jeden Fall etwas komplexer an und für sich. Aber dadurch, dass wir nie so viel Schaden bekommen, sollte die durchaus machbar sein. Außer sie hat natürlich noch eine Mechanik, an die ich mich nicht mehr erinnere, wofür man mehr als einen Spieler brauchte. Aber ja, der Raid wäre auf jeden Fall weitaus mehr machbar. Aber jetzt werden wir halt sehen, dass wir gleich vor die erste Wall stoßen und da werden wir auch nicht mehr weiterkommen. Hier nicht wundern. Der Fight beginnt quasi, wenn ihr hier nach links oder rechts reingeht. Und man muss diese Ads quasi durch diese Kämmerchen ziehen. Und da haben wir den Punkt, weswegen wir den Boss nicht solo schaffen können. Den habt ihr jetzt schon gesehen. Man hatte quasi, ihr seht das hier, überall so Kämmerchen, Verteidigungsanlagen. Man musste seinen Mob dann bis in die letzte Dings reinziehen, da dann töten. Man konnte auf dem Weg Diamanten mitnehmen, die einen verstärkt haben und ist dann bei der Opulenz gelandet, also quasi dem Endboss dieses Encounters. Bis dahin musste man halt diese Bollwerke töten. Die hatten auch unterschiedliche Fähigkeiten, je nach Seite, wo man war. Aber ihr seht das Problem, was wir jetzt hier haben, weswegen es nicht solobar ist. Der Boss-Encounter beginnt quasi über dieser Schwelle. Und wenn ich jetzt einen Mob pulle, läuft der andere halt über seine Schwelle. Und dann ist es so, als würde man ihn rausziehen. Oder als würde man den Boss resetten. Und dann ist Schicht
im Schacht. Dementsprechend sehr schade. Wir könnten nur 3 Bosse solo legen. Hoffentlich macht Blizzard da irgendwann mal was, weil hinten raus, es gibt halt auch noch dieses G-Mod-Mount, was ziemlich geil ist, was ich gerne hätte. Das könnte man auf mythisch besser farmen. Gibt es auch auf anderen Schwierigkeitsgraden. Gab es sogar, glaube ich, auch im LFR. Aber wie immer, höherer Schwierigkeitsgrad, ne, und so. Bei Jaina gibt es auch diesen eisigen Gezeitensturm. Den habe ich tatsächlich auch. Aber es wäre trotzdem cool, wenn man hier noch ein bisschen mehr machen könnte. Aber gut, dementsprechend, wir haben unser Bestes gegeben. An der Stelle geht es halt leider nicht weiter. Ihr könnt trotzdem zumindest die ersten 3 Bosse machen. Habt ihr gesehen, jeder Boss gab um die 60 Gold. Und die Items, die man verkauft hat, waren 150 Gold pro Boss oder so. Jetzt habe ich sogar fast hier dieses Mythisch-Set voll. Da habe ich noch ein paar Sachen abgestaubt. Also da wollen wir uns jetzt auch mal nicht beschweren. Dementsprechend, ja, danke an euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Mehr geht nicht. Heißt, wir müssten theoretisch als nächstes noch Util der Stürme. Und Eternal Palace war ja auch noch ganz vergessen. Das könnten wir mal probieren. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Gab es da Bosse, wo man theoretisch scheitern könnte? Wir werden es auf jeden Fall testen. Wir werden es auch weiterhin mit der Eule testen, weil ich da Bock drauf habe. Also, dementsprechend bleibt dran und wir gucken mal, wie weit wir dann da kommen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.